Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video meinerseits. Wie ihr wisst, hatte ich vor einigen Tagen oder ein, zwei Wochen schon inzwischen euch ein Unboxing für die Magenta TV One präsentiert. Nun sind einige Tage vergangen, ich habe mich da ein bisschen reingefuchst und mir das mal angeguckt und will euch jetzt einiges dazu zeigen in diesem Video. Viel Spaß! Mein Vorhaben war ja, dass ich meine alte TV-Box gegen diese Box austausche, gegen das TV One. Also ich habe mal mitgedreht, wie ich die Ersteinrichtung sozusagen durchgeführt habe. Vorab vielleicht mal sorry für die schlechte Bildqualität. Man sieht jetzt schon, die Box steht direkt vorm Fernseher und hat unten einen magenta Streifen, der leuchtet bzw. blinkt. Genau, WLAN ist einzurichten. Wir spulen einfach mal vor. So, Verbindung wird zu meinem WLAN hier zu Hause hergestellt. Gleich sucht das TV One nach einem Update. Software-Update wurde gefunden, Software-Update wurde heruntergeladen, Software-Update wird installiert. Schritt 1 von 2. Sie sehen rechts, das sind knapp 600 Megabyte. Das kann auch ein Weilchen dauern, allein auch schon das Runterladen. Das Firmware-Update verbessert das Nutzungserlebnis auf der Magenta TV One. Auch an dieser Stelle spulen wir jetzt einfach mal vor. So, System-Update ist installiert. Magenta TV One startet neu. Wir haben zuerst das Telekom-Logo. Ein pulsierendes Telekom-Logo. Und dann haben wir Android TV. Schön, dass du dich für Magenta TV entschieden hast. Wir führen dich jetzt Schritt für Schritt durch die Einrichtung des Gerätes. Such dann nochmal nach Software. Software ist aktuell, klar, haben wir auch gerade aktualisiert. Bitte warten. Das machen wir. Google, deinen Fernseher optimal nutzen. Anmelden. So, dann kommt die Google-Anmeldemaske. Auch das überspringen wir mal. Nun bin ich angemeldet. Dann müssen wir einmal die Nutzungsbedingungen von Google zustimmen. Standortsuche, Android verbessern helfen. Ja, machen wir alles. Google Assistant, Sprachsteuerung für deinen Fernseher optimieren. Name für Magenta TV One auswählen. Nehmen wir doch gleich Magenta TV One, dann kann er noch einige Apps installieren. Wird alles schon mal vorinstalliert, man kann natürlich auch jetzt viele Sachen abwählen, wenn man nicht möchte. Genau, Apps bei Google Play herunterladen. So, Software wird geladen. Herzlich willkommen bei Magenta TV. Wir haben einen Telekom-Anschluss gefunden. Möchtest du mit diesen Informationen fortfahren? Ja, also Login über Anschluss, Anmeldung erfolgreich. Jetzt wird kurz mal die Fernbedienung erklärt bzw. die Einstellungen, die empfohlen sind zum Standby. Es kann losgehen. Magenta TV ist eingerichtet. Sie möchten noch mehr erfahren unter Tipps und Tricks. Das machen wir doch mal. Okay, kurz die Fernbedienung erläutert. Genau, das ist fast so ähnlich wie das Ersteinrichtungsmenü bei den Magenta TV Receivern. Bisschen Megathek erklärt. Und schon sind wir auch fertig. Jetzt wird nochmal die Fernbedienung aktualisiert und die Daten werden synchronisiert. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt hier der EPG zum Beispiel nochmal aktualisiert wird. Auch da warten wir wieder einen Moment. Ja genau, Apps und Programme werden synchronisiert. Jetzt wird es Magenta TV. So, das sieht jetzt schon ein wenig aus wie das normale neue Media Receiver Menü. Aha, Erotik im heißen Herbst, sehr schön. Ganz links haben wir gleich mal eine Benachrichtigung. Gucken. Ah, Fernbedienung wird aktualisiert. Das können wir löschen. Jetzt haben wir keine Benachrichtigung mehr. Man kommt sehr schnell auf die Lautstärke-Tasten. Mal gucken, wie oft ich das noch verwechsel. Also ich kenne das immer so, dass die Zurück-Taste, also unter, links, rechts, hoch und runter. Und hier ist es genau umgedreht und das vertauscht mit den Lautstärke-Tasten. Naja, mal gucken. So, Fernsehen.
Also beim ersten Mal braucht er äußerst lange. Wir sind in der ARD. Bild ist eigentlich okay. Ich schalte nochmal auf ZDF. Ah, okay. Das geht schon mal auf jeden Fall deutlich schneller als beim TV-Stick. Ist ja wieder schade, dass der Streifen mit was gerade im Fernsehen läuft immer fast quer übers Bild geht, aber okay. Aber umschalten geht relativ zügig. Da bin ich jetzt überrascht. Wir schauen mal in den EPG. Er kommt auch wieder auf rund 999, also 1000 Sender, wobei hier eine Riesenlücke ist. So, dann haben wir Apps, empfohlene Apps, die noch da sind. Das ist so fast so wie bei eben Google Chromecast, was es zum Auswählen geht. Einmal wieder zurück. Wer es nicht kennt, Megathek, das Beste aus den letzten Jahrzehnten, ich glaube sogar 30, 40 Jahre von ARD und ZDF und dazu noch einige Partner von Magenta TV bzw. der Telekom. Wie man immer sieht, rechts an der Seite, ich komme immer wieder auf die Lautstärkefunktion und die Wippe. Oben wurde gerade eingeblendet, wird mit dem nächsten Update ergänzt. Das war die Sprachsuche, die von der Fernbedienung selbst. Den Google Assistant, zeige mir Filme mit Bruce Willis. Und siehe da, das funktioniert und eigentlich sogar relativ zügig. Funktioniert auf jeden Fall. So, wir schauen mal, was es bei Apps gibt. Die neue RTL Plus App, Netflix, Disney, Magenta Sport. Wir gucken direkt mal gleich bei RTL Plus rein. Okay, also er kennt auch direkt über die Leitung, die anliegt, wer schaut. Also ich habe ja vorher zu RTL Plus nichts eingegeben. Schauen wir direkt mal, ob das Live-Programm auch geht über die RTL Plus App. Schön, erstmal ein bisschen Werbung und wieder bin ich auf der Lautstärke-Taste gelandet. Gehen wir mal raus. Werbung müssen wir jetzt nicht gucken. Ja, Netflix, Disney Plus, Magenta Sport habe ich tatsächlich nicht eingerichtet oder jetzt noch nicht. Ist ja die Ersteinrichtung hier. Dann gucken wir mal bei Google Play Store, was es noch so gibt. So, wir sehen, The Zone haben wir schon installiert. Wir können es noch öffnen. Wieder bin ich auf die Lautstärke-Taste gekommen. So, das sind alles Empfehlungen. Der Großteil davon ist schon installiert. TikTok kann man sich installieren. Sehr schön. Asphalt 8, kein Asphalt 9. Ja, also es sind im Endeffekt normale Apps oder die normalen Apps, die ich auch beim Google Chromecast größtenteils installieren kann. Klar ist, dass ich da hier kein WhatsApp oder die Mörderspiele installieren kann, sondern eben wirklich eher nur Apps, die nützlich sind, um jetzt hier zum Beispiel Tune in Radio zu hören oder ähnliches. Also, alles wird natürlich immer schön von Play Protect überprüft, sodass es einen Moment länger dauert bei der Einrichtung und Installation der Apps. In Summe geht es dann doch relativ zügig. Wieder auf die Lautstärke-Taste gekommen. Und oben die Reiter sind, glaube ich, ähnlich oder analog zu den anderen Geräten aus der Magenta TV-Welt. Gucken wir nochmal kurz rein, was es bei Musik gibt. Genau, einmal wird für Magenta Music 360 Werbung gemacht. Oder eben für exklusive Sachen in Verbindung mit der Telekom. Bei Sport, ja, FC Bayern TV Live, wer es braucht. Dann haben wir lustigerweise italienische Sportprogramme.
also relativ viel, was jetzt in den letzten Tagen war oder noch kommt, wird angeboten. Kein Sky, weil es ist nicht über Magenta TV One verfügbar. Das ist analog wie beim TV-Stick. Also wer Sky gucken möchte, der kann das dann eben nur mit Sky Ticket über ein paar Konsolen machen oder irgendwas ähnliches oder direkt über den Receiver. So, schauen wir mal in die Einstellungen, Geräteeinstellungen. Speicher, ich hatte die Frage irgendwo bekommen, wie viel Speicher denn das Gerät hat. Ja, 10 GB interner Speicher, also für Spiele etc. Chromecast Built-in, ja, Chromecast ist halt wirklich irgendwie mit drin, deswegen gibt es genau hier den Bildschirmschoner, den man einstellen kann, wo man dann so schöne Bilder bekommt mit der Uhrzeit, manchmal auch eben Panoramaaufnahmen oder Städte oder ähnliches. So, was gibt's noch? Bild und Ton, Anzeige, Auflösung. Full HD erstmal drin mit 50 Hertz. Aha, wir haben aber 4K bis zu 30 Hertz, 24 und 25 Hertz, also fast wie im Kino. Stellen wir um auf 4K, ob er das auch mitmacht. Fernseher kann 4K, macht er mit. Und wieder auf die Lautstärke-Taste gekommen. Okay. HDR immer ein, HDR-Modus, Dolby Vision. Bei der Skalierung können wir noch raus und rein zoomen. Automatische Bildanpassung, das ist das Format. Dann haben wir noch HDMI, CEC. Dolby-Unterstützung haben wir auch beim Audio. Die Fernbedienung ist per Bluetooth verbunden und wir könnten noch anderes Zubehör einrichten. Jetzt haben wir noch ein anderes Einstellungsmenü, was direkt für Magenta TV ist. Okay, wir können uns Infos zu Paketen, Magenta Sport und DAZN mit einem QR-Code zum Kundencenter, nicht schlecht. Innenverwaltung, Datenschutz, Nutzungsbestimmungen. Dann haben wir hier das System. Viele fragen immer, wie man die Sender ganz normal ordnen kann. Die Senderlisten anpassen, mit einem Herz, was man mag oder mit einem Auge, was man angezeigt bekommen möchte. Ansonsten ganz einfach auswählen, einen Pfeil nach oben. Und schon ist der Sender getauscht. Wenn man das natürlich für Sender machen will, die ganz weit hinten sind, dann dauert es ein Weilchen. Dann rechts bestätigen und schon ist das nach den Wünschen programmiert. Genau, es gibt auch Weiterschauen, die Variante, dass man eben auf dem Handy guckt und da dann weiterschaut. Das kann man einstellen. Ja, die normalen Einstellungen, wie viel vor der Aufnahme angeschaltet werden soll, wie viel danach noch aufgenommen werden soll, ja, wann gelöscht werden soll, stehen ja nur 50 Stunden in der Cloud zur Verfügung. Das ist auch nicht so ganz zu vergleichen mit einem normalen Receiver, weil da habe ich ja die 500 GB. So, dann probieren wir mal, ob wir was aufnehmen können. So, Live TV. Vienna Blatt. Gucken wir mal, was bei Sat1 unknown ist. Ah, okay. Das ist also unbekannt. Naja, wir nehmen die jetzt mal auf. Also einmal auf Rec gedrückt. Aufnahme wird programmiert. So, jetzt können wir währenddessen nochmal umschalten. Das funktioniert also auch, währenddessen er eine Sendung aufnimmt. Wir können jetzt nochmal auf Vox HD etwas aufnehmen. Die RTL-Gruppe ist ja mal, was die Aufnahmen betrifft, ein wenig eingeschränkt. So, das heißt, es laufen jetzt gerade zwei Aufnahmen zeitgleich. So, wir können trotzdem noch ein weiteres Programm uns anschauen. Wir können auch hier nochmal Aufnahme drücken. Das heißt, wir haben gerade drei Aufnahmen zeitgleich und es läuft Live-Fernsehen. So, dann beenden wir mal die Aufnahme. Gehen rüber in Mainz. Bei Mainz finden wir jetzt unsere Aufnahmen. So, alle drei untereinander. Ein paar Minuten hat er überall aufgenommen. So, dann machen wir mal aus. Fernseher geht mit aus. Aber schaltet sich sofort wieder ein. Das
Das ist etwas merkwürdig. Wir versuchen es nochmal ausschalten. Auf der Magenta TV One Fernbedienung und der Fernseher geht mit aus und anschließend sofort wieder an. Ich glaube nicht, dass das so geplant ist. Guck mal in Einstellungen. Das müsste ja dieses HDMI CEC sein. Ich glaube, das war bei Bild und Ton. Ah ja, da ist HDMI CEC. So, wir schalten das mal aus. Und dann gucken wir mal, ob wir dann den Fernseher und alles ausschalten können oder ob nur eins rausgeht. Ah, wieder auf die Lautstärke-Taste gekommen, sehr schön. Jetzt haben wir die Magenta TV One ausgeschaltet. Fernseher haben wir auch ausgeschaltet. Ja, was lässt sich so ein bisschen als Fazit sagen? Ich kann ja nochmal kurz zusammenfassen. Mein Plan war es ursprünglich, meine Magenta TV Box dadurch zu ersetzen. Ist halt ein bisschen kleiner, vielleicht ein bisschen moderner. Das war mein Plan, genau. Aber jetzt nach ein wenig Benutzen und Testen muss ich sagen, nee. Also wer einen richtigen Receiver hat, wie entweder den 400er oder den 401er oder die TV-Box, ich empfehle euch, die Magenta TV One nicht zu bestellen, wenn ihr das als Ersatz für die eben genannten haben wollt. Wenn ihr jedoch einen TV-Stick habt und ihr möchtet lieber die TV One haben, dann kann das eine gute Alternative sein, zumal jetzt meiner Meinung nach einige Einschränkungen wie Aufnahmefähigkeit oder vor allem die Geschwindigkeit innerhalb der Menüs und beim Umschalten doch deutlich verbessert wurde. Da würde ich schon sagen, greift zu der Magenta TV One. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst bitte einen Like da, einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr in Zukunft weitere tolle Videos von mir bekommt. Und ja, ich bitte nochmal Bild-Tonqualität zu entschuldigen. Ja, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist diesmal. Ich versuche mich zu bessern. Ich freue mich auf Feedback von euch. Das war's für dieses Mal. Ciao, bis zum nächsten Mal.